Hallo, mein Name ist Nadine Weiner. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Ich möchte euch heute den Zusatz für Rollklingen vorstellen. Den findet ihr im aktuellen Hauptkatalog auf der Seite 176 und das Zubehör dazu auf Seite 177. Den Rollklingenschneider setzt man in unsere tolle Papierschneidemaschine ein. Dazu löst man hier diese Halterung für die Schiene. Die Schiene kann man entweder nach links oder nach rechts rausziehen. Die hat ein leichtes Spiel und das Plastik gibt auch ein bisschen nach. So, also ich ziehe es zur einen Seite raus, dann kann ich diesen Nippel hier rausziehen. Dann die andere Seite auch. So, und das gleiche Spiel nur rückwärts funktioniert dann mit dem anderen Einsatz. Also ich setze eine Seite ein. Mal diese Seite. So, und ziehe jetzt nach links ein wenig. Und dann kann ich nämlich diesen anderen Nippel da auch rein rasten. Ich hoffe, es stört sich jetzt keiner an dem Wort Nippel. Okay. Sodele, jetzt ist mein Papierschneider mit dem Rollklingenzusatz eigentlich auch schon einsatzbereit. Hier drinnen, da habe ich jetzt nichts drin. Also dieser Rollklingenzusatz für Rollklingen, meine Güte, wird geliefert mit einem Einsatz für geraden Schnitt. Es gibt im Hauptkatalog insgesamt drei verschiedene Einsätze. Die kann man einmal natürlich daran erkennen, wenn man sich das Rad anguckt, wenn man durch das Plastik durchschaut. Man kann aber auch schauen, hier oben ist so eine kleine schwarze Markierung, da sieht man drauf, was es für eine Art von Schnitt ist. Wir verwenden jetzt erstmal diesen hier, weil das ist nämlich der gerade Schnitt. Diese Rollklinge an sich ist versunken in diesem Plastik. Die kommt erst raus, wenn ich sie mit diesem Griff hier verwende. So, unten ist so eine leichte Wölbung, das ist die Seite, die nach unten zeigt. Setzen wir das ein. So, dieser Deckel hier, der rastet leicht ein, dann merkt man schon, dass das alles so ist, wie es sein soll. Was ganz wichtig ist, habe ich vergessen, wenn ihr diesen Rollschneider verwendet, genauso wie wenn ihr bei diesem Schneider hier die Falzklinge verwendet, dann müsst ihr noch einen Schritt vorher tun, und zwar diese Einlage hier. Die hat ja normalerweise, wenn ihr sie mit dem normalen Papierschneider verwendet, hat die ja diese Narbe nach oben. Ihr dreht das Ganze aber einmal um 90 Grad rum oder meinetwegen auch um... Ne, es ist beides 90 Grad links oder rechts rum. Ich Mathe-Genie. Also ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass oben diese Narbe weg ist, sodass ihr einen glatten Untergrund habt. Weil nämlich dieser Rollschneider, der schneidet im Gegensatz zu diesem Schneider, schneidet der von oben das Papier. Und der Schneider hier macht es ja von der Seite, da geht die Klinge seitlich durch. Hier geht es von oben, deshalb braucht der von unten ein bisschen Widerstand. Also, Probeschnitt, wundert euch nicht, ich schneide immer von unten nach oben, das ist irgendwie so eine dumme Angewohnheit. Das Ding geht butterweich durch, also super zu empfehlen. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell diese anderen Zusatzklingen. So, da hätten wir einmal die Klinge Mini-Muschelrad, also das ist diese größere Wellenkantenschnitt. Auch hier. Leicht Druck ausüben, damit die Klinge unten rauskommt. Und dann habt ihr hier den Wellenschnitt. So, ich habe noch mal etwas vorbereitet für euch. Hier mal zum Vergleich. Da hätten wir hier einmal den Mini-Muschelrand. Und hier sind die Mini-Wellen. Und das, was ihr da in der Mitte sehen könnt, ich weiß nicht, sieht man das? Das ist das neue Perforierrad, was ihr im Herbst-Winter-Katalog findet. Das heißt, wenn man das dann ein bisschen knickt, was man da geschnitten hat, kann man das super rausreißen. Also ganz neue Möglichkeiten für eure Bastelprojekte. Ja, etwas konfus am Sonntagmorgen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das war mein Video zum Rollklingenschneider. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Basteln und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine Mail. Okay, tschüss!